Die Zukunft erschien mir so klar, als ich alles nochmal durchlebte. Als ich den Moment meiner Abreise erreicht hatte, war das vorbei. Seitdem orientiere ich mich nur noch an dem Plan und den Visionen. Ich wusste, dass Jack zu mir kommt. Das hatte ich gesehen. Aber ich wusste nicht genau, warum oder wie es enden würde. Da ist er. Sie hatten recht. Meine Visionen der Zukunft sind nicht immer klar, aber sie lügen nicht. Apropos Lügen. Joyce sagt, er hätte die Zeitmaschine seines Bruders gefunden. Wir haben sie 17 Jahre lang gesucht und er findet sie in weniger als einem Tag? Klingt eher unwahrscheinlich. Und doch wissen wir, dass sie da draußen ist. Aber nicht, was ihm sein Bruder sagte. Wenn er die Maschine gefunden hat, würde er es Ihnen verraten? Ich vermute, dass er sie reinlegen will. Vielleicht, aber die Maschine ist da draußen. Und wir werden herausfinden müssen, wo. Wenn Jack es weiß, muss ich mit ihm reden. Dr. Joyce hätte uns die Antwort auf diese Frage geben können. Williams Einstellung und Wissen haben ihn zu einer Gefahr gemacht. Wird dieser wütende junge Mann denn kooperativer als sein Bruder sein? Ihr Urteilsvermögen ist dadurch getrübt, dass Sie sich an Jack als einen guten Freund erinnern. Sie müssen Ihre Gefühle aber außen vor lassen. Das tue ich. Dann vergessen Sie nicht, weshalb wir hier sind. Nach allem, was geschehen ist, brauchen unsere Leute das Gefühl, dass wir alles unter Kontrolle haben. Sie sind derjenige, der sie auf unsere Seite bringen kann. Ich kümmere mich um Joyce, damit sie sich auf ihre Rede konzentrieren können. Ich weiß, was hier auf dem Spiel steht, Martin. Damit herzlich willkommen zum nächsten Teil von Quantum Break. Was macht das Zeug hier? Es sollte doch schon alles bereit sein. Wir sind im Zeitplan. Verlieren Sie sich nicht in Kleinigkeiten. Lenzel, doch keine Kleinigkeiten. Mr. Joyce wartet und... Da bist du ja. Ich wollte mir den Lebensstil der Kranken und Verräter einmal aus der Nähe ansehen. Und es war eine so nette Einladung. Wie wollen Sie das jetzt machen, Paul? Mal schauen. Erstmal scannen wir uns die Umgebung ab. Kommen wir da einfach so hin? Also, da kommen wir einfach so hin. Wähle, ob du dich auf deine persönliche Angelegenheit oder den Auftrag konzentrieren willst. Ich guck erstmal kurz den Wagen an. Paul. Ich habe mich gerade an eine Reise vor langer Zeit erinnert. In einem viel weniger bequemen Auto als diesem. Widmen wir uns lieber dem vorrangigen Problem. Ja. Dieses Arschloch sieht nicht gerade gefährlich aus. Sag das den Typen, die er fertig gemacht hat. Ich könnte noch immer versuchen, Jack zu erreichen und ihn zur Vernunft zu bringen. Oder Hedge könnte sich um ihn kümmern, damit mich nichts von der Leitung Monarchs ablenkt. Ich bin in die Vergangenheit gereist und habe versucht, alles zu ändern. Beantworte mir diese Frage, Bo. Ich habe Jack mehr vertraut als sonst jemandem. Es war meine einzige Chance, ihm die Wahrheit zu erklären. Was soll das heißen? Niemand hat den Schützen gesehen. Aber wenn ich nicht dort wäre, um meine Rede zu halten, würde mein Imperium wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Ich glaube fest, dass Hoffnung zu Fehleinschätzungen führt. Und wie wir beide nur zu gut wissen, Mr. Joyce, können Fehleinschätzungen schnell zu Katastrophen führen. Und damit bleiben mir nur Sie, Mr. Joyce. Aber mein alter Freund wäre ein hoffnungsloser Fall. Tot und begraben, zusammen mit dem Rest meiner Vergangenheit. Heute wird gefeiert. Gefeiert im Angesicht der Dunkelheit. Heute feiern wir, weil ich versprochen habe, dass wir bereit sind. Mit meiner Anwesenheit würde Monarch stärker werden. Der Plan würde sich wie vorgesehen entwickeln. Ich will nicht, dass Monarch stärker wird. Deswegen werden wir Antwort A nehmen. Also Serene beschließt sich auf seine Beziehung zu Jack zu konzentrieren und Monarch für den Moment sich selbst zu überlassen. Martin, ich befürchte, Sie müssen die Rede heute Abend für mich übernehmen.
In Ordnung. Jack und ich haben sehr viel nachzuholen. Ja. Ich meine, jeder kann das Spiel anders spielen, aber ich treffe hier in dem Spiel sozusagen die Entscheidungen, die mir am besten vorkommen. Ich habe gesehen, wo es hinführt. Ich war am Ende der Zeit und bin ihm entkommen, bis ins Jahr 1999, wo alles begann. Ich habe versucht, etwas zu ändern. Aber durch den Versuch sind diese Dinge überhaupt erst passiert. Okay. Ja, dann wollen wir schon. Knotenpunkt 2, Persönliches. Du hast beschlossen, dass sich Serene auf seine persönliche Angelegenheit konzentrieren soll. Freunde 100%. Also relativ einstimmig. Rashi hat persönlich genommen Nightmare und Robin. Alle persönlich, also haben sie so entschieden wie ich. Und die Community war bei 53%. Das überspringen wir, weil das ist wieder eine Filmszene und das dauert wieder ewig lange. Ende von Episode 2.